Meine Güte, es ging doch schneller als gedacht, Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem nach meiner großen Offscreen-Trainingseinlage, ja? Und hier sind sie, meine sechs oberkrassen Einheiten, die sich heute entwickeln werden, für die ich auch schon Entwicklungs-Items habe. Ich habe alles vorbereitet hier, jeder hat das, was er braucht, ja? Heldenziele und sowas alles, Ritterwappen, ja? So, aber hier steht noch eine andere kleine Gruppe, die sich jetzt dem Endboss hier widmen wird. Dorcas ist zwar auch schon Level 20, der steht nur als Sicherheit da, weil wir ja die Heldenziele, die wir brauchen, klauen wir uns von dem Boss. Ich habe Sensei Gai auf Level 15 gebracht, und also auf den gleichen Stand wie Matthew, weil ja, wie gesagt, die beiden möchte ich gerne noch trainieren, weil die Entwicklungsgegenstände für Matthew kommen erst ganz spät und für Gai auch, glaube ich, erst in Kapitel 22, und bis dahin kriege ich einen Lock auf Level 20, also, nicht wahr? So, mein Lord Ellie Wood ist auch Level 20, der wird ein schöner Abfangjäger, ja, für die ganzen Einheiten, wenn ich ihnen keine Waffen gebe und so. So, sie ist während den ganzen Trainingseinheiten auf Level 13 gekommen. Voll krass. Und ja, gucken wir uns mal die Werte an. Ich habe mich sehr gefreut. Also ich war auch jetzt schon shoppen noch. Ich habe noch ein paar Waffen gekauft, weil ich durch die Arena-Kämpfe übelst viel Knete gemacht habe. Und Leute, passt mal auf, in welchem Zug ich schon bin. Ich bin im Zug 114 und habe 56.480 Gold. Ich hatte eigentlich noch mehr, 60.000, aber ich habe, wie gesagt, ein bisschen eingekauft. Tja, ja, Taktikrang von Arsch. So, ich war überrascht. Sarah hat ja die ganze Zeit nur geheilt, aber guck mal, sie hat auch eine Magiestärke von 10. Und das ist genauso viel wie Erk hat. Also, wenn sie weiterentwickelt ist und dann endlich angreifen kann, wird sie gar nicht so dumm aus der Wäsche schauen. So, was mache ich jetzt? Und während der ganzen Quest sind ja auch Leute hier, die sich unterstützen können und miteinander quatschen können. Das hören wir jetzt am besten jetzt mal zuerst an, oder? So. Sei gegrüßt, Guy. Matthew! Es scheint dir gut zu gehen, oder? Hast du dich schon an die Truppe gewöhnt, hä? So sehr, wie man es sich erweitern hätte können. Das klingt geil. Sowas soll ich dich als nächstes erledigen lassen, hm? Was? Ich bin Daniel Amel Balgelsleiten. Ich habe längst so Leckelzahl, was ich gesehen habe. Gegessen habe. Langsam, Guy, hast du jetzt etwas schon vergessen? Ein Gefallen für jeweils ein Stück Fleisch, nicht wahr? Du bist mir noch immer drei Gefallen schuldig. Hey, das ist nicht fair. Versuch nicht, mich für dumm zu verkaufen. Sieh doch, du hast es selbst in diesem Schwurbrief festgehalten. Na klar. Du Dämon! Welche Missgunst treibt dich dazu, so grausam zu mir zu sein? Du bist nicht gerade jemand, der ein Blatt vor den Mund nimmt, oder? Wir hatten eine Abmachung. So schnell gebe ich nicht auf. Ich fordere dich heraus. Der Einsatz soll der Schwurbrief sein. Matthew, ich glaube, da schaust du alt aus der Wäsche. Warum sollte ich mich auf sowas einlassen? Aha, du hast bloß Angst, dass ich dich schlagen könnte. Alter, Guy, du wirst ihn voll platt machen. Guy, niemand ist dumm genug, auf diesen alten Trick hineinzufallen. Ah, Louis, wenn du dein Mann bist, dann willst du gegen mich kämpfen. Na schön, wie du willst. Ich nehme es mit dir auf. Aber nur dieses eine Mal. Wenn du gewinnst, sind deine Schulden vollständig getilgt. Wirklich? Ja, und ich darf mir den Zeitpunkt für den Kampf aussuchen. Dann wähle, mein Schwert wird dir niemals deiner unterliegen. Ich werde dir schon zeigen, wie viel ich gelernt habe. Unterstützungslevel erhöht. Okay, die beiden werden sich irgendwann töten. So, dann können die beiden noch miteinander quatschen. So. Lord Eliwood. Ninian, was ist los? Ich möchte euch gerne danken. Wie? Was ist los? Warum so formell? Lelidyn sagte mir, sie sagte mir, dass ihr es wart. Ihr wart es, der mir vor einem Jahr geholfen hat. Oh, das, Ich entschuldige mich. Ich hatte mein Bewusstsein verloren und ich fürchte, dass ich euch niemals angemessen gedankt habe, Lord Eliwood. Denkt nicht weiter daran, ich habe gerne geholfen. Aber trotzdem. Ach, ich weiß. Wenn du die Zeit erübrigen kannst, würde ich mich gerne an deinen Tanzkünsten erfreuen. Ich bin mich ein kleiner perverser Spanner. Aber nicht an einem der üblichen Standardtänze. Oh. Eliwood weiß, was er will. Ich würde gerne etwas Besonderes sehen. Einen Bauchtanz mit viel Haut. Ein besonderer Tanz, my Lord? Verzeihung, ich wollte nicht zu forsch erscheinen, Nee, das ist, ihr wart ganz und gar nicht. Ich meine, ich wäre höchst erfreut, halbnackt für euch den Bambu-Tanz zu tanzen. Großartig, na, dann ist es abgemacht, ich freue mich schon. Ja, ich auch. Boah, da haben die ja klar gemacht. Freunde, das sieht doch gut aus. So, Matthew kann ruhig schon mal hier nach vorne den Gegner herlocken. Ah, nee, wartet mal. Hierhin reicht. So, dann müsste der Gegner von alleine hochkommen, glaube ich. Das war hier so eine rote Zone. Voll fies. So, die anderen gehen mal ein bisschen weiter nach vorne. Dorcas, du auch, bitte. Okay, cool. Okay, und jetzt, Leute, kommt endlich mal die Verwandlung. Die beiden können leider nicht miteinander quatschen, so lange standen die nicht nebeneinander. Aber Batre und Dorcas könnten noch quatschen. Naja, andermal. So, okay, Leute, jetzt seid ihr bereit. Erst entwickelt sich
Unser Magier Erk wird zu einem Weisen. Boah, voll geil! Bam! Boah! Fette Sache! Alter, zack, zack, zack! Boah! Geil, Mann! Jetzt werde ich den eisernen Vorhang wieder beleben. Erk, bleib ganz ruhig. So, wieder Level 1. Das geht jetzt wieder bis Level 20 hoch zu leveln. Alter, ist das geil. Die sind ja schon so überpowered. Und jetzt Sarah, voll geil. So, Sarah, seine Russenfreundin. Gucken, was sie wird. Ultimativ fett. Yeah! Ein Bischof. Oh, die Stats, Alter, ist ja geil. Badabadam, neue Fähigkeit. Genau, war auch bei Erk. Also Erk kann jetzt Stäbe benutzen, der kann jetzt auch heilen. Richtig geil. Ja, und Sarah kann jetzt angreifen mit Lichtmagie. Davon, also haben wir jetzt unseren Mönchverlust ausgeglichen so ein bisschen. So, Dockers, du bist der Erste, der sich hier weiterentwickeln darf mit deiner Heldenseele. Borg Batre, sorry. Alter Mann, ey! Oh, voll geil! Bams! Yeah! Aus unserem Krieger, aus unserem Kämpfer wurde ein Krieger. Und seine Stats schießen in die Höhe. Alter. Und er kann jetzt einen Bogen verwenden. Tja, haben wir auch wieder noch einen neuen Bogenschützen dazu. Apropos Bogenschütze hier. Will, was ist los, Mann? Du bist auch bereit. Oh, die Werte sind so geil, die sie alle haben. Okay, das ist jetzt, naja, ne, ein bisschen dürftig hier. Aber der Dicke hier ist Stärke komplett voll. Und ich habe bei dem Training gemerkt, welchen Leuten ich welche diese Statuserhöher, wen ich die geben werde. Aber der hat hier ganz schön wenig Resistenz. Nee, Geschick hat er hier, glaube ich, am wenigsten. Und deswegen wird er so einen Geschicklichkeitsbonus bekommen. Aber erstmal Will hier. Los, komm, Will. Will, du tust jetzt Orionos Pfeil für einen würdigen Schützen. Du bist ein würdiger Schütze. Ciao. Boah, ich liebe das, ey. Alter, na klar. Voll so ein Scharfschütze mit einem Bogen, der einen Kopf größer ist als er selber. Und geile Werte. Endlich mal ein bisschen Resistenz hier. So, keine neue Fähigkeit, aber ey, der ist übel, Mann. Scharfschütze, die sind hammer geile Typen. So, den nehme ich mir zum Schluss auf, weil der ist am geilsten. So, jetzt kann sie auch Level 20. Entwickelt sich weiter. Klassenwechsel für die Florina. Jetzt kann sie den Männern noch besser einer reinhauen. Wie geil ist denn das, Mann? Zack, bam, bam. Oh, 5 KP. Na klar! Und Schwert einsetzbar. Die sind. Oh, so eine Klassenentwicklung sind so geil. Die sind so geil. Oh, jetzt noch hier. Oswin. Wir bekommen leider nie wieder Wallace. Warum wollte ich ja noch erklären, wenn es soweit ist. Aber wir brauchen ihn nicht. Für einen würdigen Kavalier oder Ritter. Oswin hat sich als würdig erwiesen. Und steigt eine Klasse auf zum fetten General. Brons! Alter, wie geil der aussieht. Voll fett. Zack. Oh, göttlich. Oh, diese Werte. Wunderschön. Und er kann jetzt Äxte benutzen. Das wird auch richtig geil. So. Jetzt müssen wir bloß noch das alle Kapitel noch beenden. Wird kein Problem. Das sind die letzten 3 Einheiten, die wir haben. Okay, cool. Müsste ich auf die Reihe kriegen. Also. Den habe ich, Matthew habe ich vorbereitet, dass er Platz hat. Und du wirst ihm jetzt die Heldenzähne hier klauen. Unbedingt, damit Dorcas sich auch weiterentwickeln kann. Stehlen. Heldenzierde. Gemopst. Wunderbar. So, sehr schön. Ninian könnte sogar noch Matthew wieder zum Tanzen bringen. Ich überlege jetzt, wie ich das mache. Dorcas. Warte mal. Oder Elliewood. Nee, ich will die Erfahrungspunkte nutzen. Die Erfahrungspunkte soll Dingsbums bekommen. Alter, null Schaden. Ey, Treffer null. Die Erfahrungspunkte soll dann Sensei Guy bekommen. Zack! Und tschüss. Bam, 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 bam. Eisenschwert ging dabei drauf. So, eine Gefahr weniger. So, noch einmal, kann so. Sensei Guy kann sogar zweimal angreifen. Geil. Durch Ninja natürlich. Also machen wir kurzes Spiel hier, kurzen Prozess. Alter, was? Genau, killen. Zack! Wunderbar. Sah zwar ein bisschen aus wie Verschwendung, aber ich habe gut vorgesorgt. Und da ist die Siegesfanfare. Und Oleg, der alte Lecker, der ist jetzt down. Sensei Guy mit seinem Schnitter. Hier vor allem die Werte von ihm. Die sind jetzt schon voll. Fähigkeit und Geschick. Fähigkeit. Je höher, desto eher erfolgt ein Treffer. Also, beeinflusst Ausweichen und Angriffsquote. Alter, der ist voll stark. Schon jetzt, der ist nicht mal voll gelevelt.
So, Schnitter. Okay. Alter, 42% Chance zu kritten. Mach ihn weg. Hier endet es. Eure Reise geht zu Ende und das Vergessen erwartet euch. Vergiss es, Mann. Zack! Wow, das daneben. Und zack! So. Natürlich, jetzt krittet er nicht. Er krittet immer erst. Naja. Egal. Ninjan, bitte lass ihn nochmal. Jetzt schafft er es aber. Pass auf. Jetzt. Zack, Susu. Zack. So. Alles klar. Boah, ey, die Totine war auch ganz schön schwer. Aber naja. So, jetzt sind sie geil, bitte einmal krütten, ne? Vor allem die Trefferchance von dem Dicken, ey, der kann gar nichts machen. Und zack! Wow, du musst krütten, geil! Ah, verdammt! Okay, aber ich habe jetzt echt keinen Muffensausen, weil, ey, wenn jetzt einer sterben würde, das geht gar nicht. Dafür sind die alle viel zu stark. Sie müssen hier übelst fett ausweichen, die müssten alle ausweichen, also. Boah, die Dicken hier, Alter, wenn die alle aussehen, voll geil. So, okay. Also ich habe jetzt echt keine Sorgen, ganz ehrlich. Was soll der machen? Na denn erst recht nicht. Zwei Trottel. Du's Matthew, zack. Oh yeah. Da wollte er sich wohl die Heldentitel zurückholen, wa? In der Niederlage wartet nur der Tod. Oh, oh, scheiße. Gut, wie ist denn ein Level-Up für Matthew oder Guy? Ist ja erstmal egal. Da-da-da-da. Hauptsache nicht den dicken Boss verschwendet. So, wunderschön. Da-da-da-da-da. Das war's. Da, 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 da. Ach, wie geil. Ey, bist du in Ordnung? Ja, es tut mir leid, wenn ich dich besorgt habe. Ihr müsst euch nicht selbst so fordern. Wenn dies alles vorüber ist, haben wir genug Zeit, um zu trauern. Doch jetzt werde ich im Namen meines Vaters alles tun, um Nergal aufzuhalten und unser Land zu beschützen. Ich verstehe. Also, was hast du nun vor? Wir müssen uns mit Marquis Ossidia treffen. Mit meinem Bruder? Was zur Hölle, Mann? Nach all dem, was wir erfahren haben, können wir ihn wohl kaum in Unklaren lassen, oder? Sicher, da hast du wohl recht. Die Musik ändert sich voll. Hector, warum dieses Gesicht? Hector, du machst immer dasselbe Gesicht. Er möchte sich nicht mit Lord Uther, seinem Bruder, treffen. Er hat schon lange nichts von sich hören lassen und hat nun Angst, ihm gegenüberzutreten. Liege ich damit richtig, Hector? War? Alter, und wie denkst du, hätte ich ihm eine Nachricht zukommen lassen sollen? Wenn wir hier über sämtliche Inseln latschen wie ein Händler in den Ferien, Mann. Haha, er wird immer so schnell zornig. Komm nur her, Mann, du. Kloppen sich voll. Ha, die sind beide guter Dinge. Komm her, du Arsch. Ah, nein, Hector, nein. Nicht mit dem Finger da rein. Viel besser, als sich der Verzweiflung hinzugeben, denke ich. Ja, Lynn. So. Und Eliwood, fühlt ihr euch besser? Hm? Margun, es geht mir gut. Ich weiß, dass du in Sorge um mich warst. Wegen Lord Albert. Ich habe nach eigenen Ermessen einen Boten an Lady Leonora entsandt. Oh, seine Mutter. Ich verstehe. Vielen Dank, Margun. Es war richtig so. Ich dachte mir, sie hat das Recht, so schnell wie möglich zu erfahren. Naja, die letzten Augenblicke des Marquis, sie waren überaus geil. Naja. Lord Eliwood, Kommandant Margun! Jetzt schon wieder. Oh mein Gott! Bist du das, Isadora? Na klar, Mann, endlich habe ich euch gefunden. Ich bin froh, dass es euch gut geht. Isadora! Isadora, was führt dich denn hierher? Sag nicht, dass Mutter etwas zugestoßen ist. Nein, Lily Illinois, geht es gut, Mann. Bitte sorgt euch nicht. Als die Nachricht von Lord Alberts Tod sie gestern ereilte, sprach sie kein einziges Wort. Sie gewährte nur den Boten ihre volle Aufmerksamkeit. Mutter. Dann erteilte sie mir ohne zu zögern verschiedene Befehle. Sie befahl mir, dieses Schwert zu Lord Eliwood zu bringen. Und fortan an seiner Seite zu kleiben. Aber dann ist die Verteidigung des Schlosses geschwächt. Lord Eliwood, bitte, verstehe die Gefühle eurer Mutter. Lord Albert kehrt wie nie wieder nach Hause zurück. Eure Mutter betet jetzt nur noch für eure Sicherheit. Befolge den letzten Wunsch eines Vaters und deines Vaters. Das ist ihre Nachricht an euch und ich habe sie hiermit überbracht. Warum kein Gesuch an Ossidia und Unterstützung für Schloss Verwon anzufordern, hä? Und warum dieses ganze Guter Gedanke. Was soll der Scheiß? Ich denke, so könnte ich die Befürchtungen meiner Mutter zerstreuen und mich gleichzeitig ihren Wünschen beugen. Diese Art zu denken ist das, was euch ausmacht, Lord Eliwood, Unsere Schlachten sind anders als alles, worauf du dich jemals vorbereitet haben könntest. Bist du bereit, dich ihnen zu stellen, Isadora? Ja. Mein Leben dient dazu, das eure zu schützen. Okay, einfach so eine neue Einheit. Nicht schlecht. Marcel, was jetzt schon wieder? Ist etwas nicht in Ordnung? Wie soll ich sagen, Eliwood? Also,
Also wir haben eine ganz schön große Truppe, Multikulti sag ich dazu, ne? Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Oh, ihr habt euch Sorgen um mich gemacht? Nee, eigentlich nicht. Ich entschuldige mich für all den Ärger. Es geht mir jetzt wieder gut. Ich habe Freunde, auf die ich mich schützen kann. Hector, Lindis und euch, Marcel. Ey, bleibt mal schön mit der Kirche im Dorf, Mann. Dank euch allen werde ich stetig stärker. Langsam bin ich überzeugt davon, dass wir zusammen alle Widrigkeiten meistern können. Ach, Eliwood, du bist schon wieder Kumpel, Mann. Oh, oh. So, Nia. Nimm Stella. Ihr habt gerufen, Lord Nergal. Meine Wunde braucht viel Zauberzeit. Der Schnitt ging tief und meine Stärke ist nicht mehr dieselbe, die sie einst war. Der Mann, der mir dies angetan hat, ist down. Ich möchte den Tod seines Sohns als Wiedergutmachung sehen. Sonia, du wirst mit Hilfe von Buenten die Black Fang in Bewegung setzen. Ich habe jetzt keinen Bedarf an einfachen Untergebenen. Ich brauche die Four Fang. Ja, überlass das nur mir. Ja. Sie werden ihre Häupter von euch verneigen, mein Lord. Nimm Stella, ich möchte, dass du mir Quintessenz bringst. Um diese Wunde heilen zu lassen, werde ich viel davon benötigen. Du bist die Stärkste unter meinen Morphs. Morphs? Das haben wir schon mal bei Kushina gehört. Töte all jene, die Zeichen großer Kraft in sich haben. Ja, Mensch. Alles klar. Wow. Okay, Leute, das war Kapitel 20. Zack. Geil. Oh, und jetzt kommt ein fettes Kapitel. Eliwood reist nach Westen, um Utha, den Marquis von Isidia, zu treffen. Sie durchqueren Laos und setzen die Reise durch zwei weitere Territorien fort. Nach einiger Zeit erreichen sie eine Festung, die Tria und Isidia voneinander trennt. Bam bam. Okay. Willkommen also zu Kapitel 21. Blutsbande. Blutsbande? Oh, Black Fang. Oh, das sind die Four Fang. Jafar. Ursula. Lloyd. Linus. Also, der rechte Typ da und die Sonia, die sind, glaube ich, ein Paar. Und dieser Linus und der Typ davor, das sind ihre Kinder. Irgendwie so, glaube ich. Das sind alle, nicht wahr? Wenn ich euch die Four Fangs habe, brauche ich sonst niemanden. Ich brauche euch, um einen Mann zu eliminieren, dessen Leben das meine unerträglich macht. Sein Name ist Eliwood, ein Edelmann aus Fawon. Fawon befindet sich in Lucia, nicht wahr? So ist es, aber es ist kein einfacher Landgraf. Er hat Freunde, andere Edelleute aus Lucia. Wäre jeder auf sich allein gestellt, hätten sie keine Chance gegen euch. Doch Sorglosigkeit hat schon immer den Tod willkommen geheißen. Begeht nicht diesen Fehler. Linus, ja, das ist jetzt eine Familie hier. Müsste so sein. Ich habe auch Arbeit für euch, die Gebrüder Red. Verstanden? Erlaubt mir eine Frage. Sind dies die Befehle unseres die Befehle des Oberhauptes der Black Fang? Ja, sicher doch. Ist es nicht so, mein Lieber? Come on! Okay, also sind doch Mutter und Vater und so. Seht ihr? Seid ihr jetzt zufrieden? Entfernt, Eliwood! Eure Befehle kommen direkt von Oberhaupt der Black Fang, Brandon Reed. Als Mitglieder dieser Gruppe werdet ihr die Befehle befolgen, nicht wahr? Oder lässt dich die Furcht vor deinen Gegner etwa erstarren, Lloyd? Lloyd? Sonia, wie könnt ihr es wagen mit meinem Bruder in solcher Art? Linus. Schönen guten. Sonia, es besteht kein Grund, von euch gescholten zu werden. Unter anderem sondern Vater sind wir diejenigen, die das Gesetz der Fang ausführen. Wenn Eliwood von ihrer Gesinnung ist, besteht kein Grund zu zögern. Die Four Fang lassen sich niemandem entkommen. Wir, die Gebrüder Weed, führen das Gesetz der Fang aus. Ursula, Jafar, habt ihr eure Befehle verstanden? Sobald ihr das Ziel gefunden habt, werdet ihr es sofort eliminieren. Es wird geschehen, wie ihr es wünscht, Lady Sonia. Alles soll nach eurem Willen erfolgen. Ja, ich habe meine Befehle erhalten. Ich werde meine Pflicht erfüllen. Tschüss, Mann. Der Name eures Ziels lautet Eliwood, Edelmann aus Fawon. Bringt ihn zu Fall, bei der Ehre der Black Fang. Oh mein Gott. Tja, Leute, also haben wir jetzt die Four Fang von den Black Fang auf dem Hals. Ich habe Nachricht von meinem Bruder erhalten. Er befindet sich bereits auf dem Weg hierher. Wir sollten auf ihn warten. Lord Utha persönlich wird zu uns kommen? Na, es scheint so. Ich habe euch dies bereits zuvor gesagt, aber Schloss Ursitia, ganz zu schweigen von der Stadt selbst, ja, wurde von zahllosen fremdländischen Spionen infiltriert. Ich nehme an, dass er glaubt, hier könnte man freier sprechen.
Aber erregt denn das Verlassen von Schloss Ositia nicht noch mehr Aufmerksamkeit? Er ist im Geheimen unterwegs und sehr wenige Begleiter folgen ihm. In solcherlei Dingen ist er sehr gewandt. Okay, das ist ja cool. Es besteht kein Grund zur Sorge. Wie überaus ungewöhnlich. Das muss in der Familie liegen. Und was genau hat das jetzt zu bedeuten, Mann? Gar nichts. Ich freue mich nur sehr darauf, ihn kennenzulernen, diesen Stinky. Okay. Linian und Lilzi. Jetzt bist du in Ordnung. Du scheinst abwesend zu sein. Ist das noch wegen deinem Stimmbruch? Es geht mir gut. Ich bin nur ein bisschen, angekratzt und so. Wenn wir nur eine Nacht lang Ruhe finden, wird es besser. Was zum... Oh mein Gott, Nils! Nils! Was ist los hier? Komm mal alle an. Nils? Nils! Geht es dir gut, Mann? Nils, öffne deine Augen, bitte! Ninian, beruhig dich! Alle sagen sie Nils und außer er, Ninian. Bringen wir ihn ins Hinterzimmer und rufen nach einem Heiler. Ihr dürft ihn nicht bewegen. Wieso das denn nicht, Mann? Ninian? Ja, bitte verzeiht, aber bitte glaubt mir, bewegt ihn nicht. Aber, er liegt ganz komisch da. Ja, bitte... Tun wir, wie Ninja es verlangt. Sie hat sicher ihre Gründe. Bitte nur eine Nacht der Ruhe, dann ist alles wieder in Ordnung. Wenn es ihm danach wieder besser geht, meinetwegen soll er auf dem Boden pennen. Was er mir auch tut, bewegt ihn nicht. Gebt ihm kein Kissen oder so, ihr werdet die anderen informieren. Lord Hector, entschuldigt mein Verhalten. Mach dir keine Gedanken deswegen. Tschüss, Mann. So. Ach du Scheiße. Hier sollen sie also der Edelmann aus Verwarn und seine Freunde aufhalten, ja? Oh mein Gott. Ja, Kommandant Eubans. Sehr gut, Heath. Deine Einheit wird von der Westseite der Festung aus angreifen. Deine Mission ist es, der gesamten Gruppe ein Ende zu machen. Okay, Mann, begehe keine Fehler. Meint ihr das im Ernst? Marquis Laos hat uns aufgegeben und ist verschwunden. Wir haben keinen Grund, diese Gruppe anzugreifen. Wir antworten auf den Ruf von Marquis Laos und wir werden unsere Pflicht erfüllen, Mann. Ja, außerdem können wir nicht länger mehr in Lucia verweilen. Wir haben gegen Ositia aufgebehrt und unsere gesamten Söldner Streitmacht wird gejagt. Wenn wir uns ihre Köpfe holen, können wir den Black Fang in Byron beitreten. Ich bin gegen diesen Plan. Unter ihnen befinden sich auch Frauen und Kinder, Mann. Was ihr von uns verlangt, ist etwas, das kein Ritter... das kein Mann begehen könnte, ohne Schande auf sich zu laden. Hör mir gut zu, Heath. Du Punk. Du bist ein gesuchter Mann. Ein Flüchtiger aus Byron, nicht wahr? Und was er noch für Geschichten auf sich hat, werden wir alles im nächsten Part erfahren, Leute. Ich sag erstmal Tschüss für heute. Mission 21 wird fett. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zusehen. Ciao.